der letzten und siebten O-Antiphon. Jenes Wort, das eben nicht eingeschlossen werden kann und auch durch historische Forschungen nicht gelöst werden kann in jener Situation, der Lebenssituation des Ahas im 8. vorchristlichen Jahrhundert. Es ist offen. Es ist offen, bis der Engel Josef im Traum erscheint und sich auf dieses Wort bezieht. Und der Evangelist es vertieft, indem er sagt, ja, das alles ist geschehen, damit sich das Wort des Propheten erfüllt, wie der Matthäus-Evangelist das immer wieder tut, durch sein ganzes Evangelium hindurch. Bis am Ende der Auferstandene in Galiläa den Jüngern sagen wird, und seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Es ist kein leeres Versprechen, kein Wort, ein Begriff, sondern Jesus selber ist der Immanuel. Es ist tief in das kollektive Gedächtnis der Kirche eingegangen, bis hinein, und das ist immer ein Zeichen dafür, wie tief das sickert, in die Volksfrömmigkeit. Denken wir an das Lied, das wir singen, O komm, Immanuel, ja, eine volkstümliche Übersetzung der letzten O-Antiphon. Oder denken wir an jene kleine Arie aus der Weihnachtskantate, aus dem Weihnachtsoratorium zum Neujahrstag, Immanuel, o süßes Wort. Ganz tief sitzt es. Aber es ist nicht mit dem Wort getan, dass wir es einfach übersetzen, Gott ist mit uns. Man kann dieses Wort ja missbrauchen. Dieses Wort wird präzisiert, indem eine zweite Jesaja-Stelle hinzugezogen wird aus dem Kapitel 33. Er ist unser König, er ist unser Gesetzgeber, er ist die Erwartung der Völker und ihr Heiland, ihr Erlöser. Wir, die wir gewohnt sind, in Gewaltenteilungen zu denken, sind vielleicht überrascht. König, Gesetzgeber, Erfüllung aller Erwartungen, unser Herr und Gott, wie wir am Ende bekennend singen, und unser Heiland. Es geht wirklich nur im Blick auf den, der ganz nahe bei uns und uns nie verlässt, der Jesus Immanuel. Es geht bei keinem Menschen, bei keiner menschlichen Position, bei keinem menschlichen Amt, es geht nur bei ihm, dass all das ineinander fällt. Dass er uns sagt, wie wir leben können, dass er uns zeigt, wie wir leben sollen und dass er uns genau in diesem Zeigen und Vorleben die Erlösung schenkt. Dass er zeigt, wie dieses Leben ist, das Leben mit Gott, das Leben aus Gott. Komm und heile uns. Komm und erlöse uns. Morgen Abend in der ersten Vesper von Weihnachten werden wir dieses schöne Gebet sprechen. Der Arzt erscheint, zeigt ihm eure Wunden. Komm, heile uns. Das haben wir diese Woche schon einmal gesungen, aber es wird heute vertieft. Zeigt euch, wie ihr seid, dem Immanuel, in dem allein ihr Gott begegnet. Zeigt euch schonungslos, zeigt euch offen, nicht versteckt, nicht verstellt, sondern so, wie ihr seid. Zeigt ihm euer Leben, zeigt ihm eure Wunden. Er ist derjenige, der kommt und heilt und der uns niemals im Stich lässt. Komm, Herr, unser Gott. Oh, Immanuel, Rex et legi fernoste, expectatio gentium, et salvatore earum, veniat salvandum nos. Domine Deus noster. Meine Seele preist die Größe des Herrn.